sagen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Haus der Demokratie zu unserer heutigen Lesung. Ich mache es ganz kurz. Ich möchte Ihnen nur hier mit den Autor Daniel Weißbrot vorstellen. Wir müssen Sie lesen. Danke. Dieses Buch ist der Versuch, sich eine Grundeinkommensgesellschaft vorzustellen, sie wirklich einfach mal konkret auszuformulieren, denn Sie kennen die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Positionen. Da wird teilweise mit falschen Zahlen argumentiert, nach wie vor mit Dingen, die eigentlich seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren geklärt sein sollten. Da gibt es auch viele Vorurteile, kennen Sie alle. Und mein Versuch war es, ich bin Historiker, einfach eine fiktive Geschichtsschreibung zu verfassen, eine fiktive Historiografie, die sich wirklich mal ganz konkret dieser Frage widmet, was würde eigentlich die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens bedeuten, was würde sich dadurch ändern, was nicht, was wären positive Entwicklungen, was wären vielleicht auch negative Entwicklungen. Und ja, zurück zur Utopie, denn eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen utopischen Romanen, das Feld der Utopie wird ja nur sehr selten beackert, aber doch schon seit 500 Jahren immer wieder, immer wieder. Und alle diese Utopien haben verschiedene Merkmale, die in diesem Buch nicht auftauchen. In der Regel handelt es sich um abgeschlossene Gesellschaften, die keinen oder wenig Kontakt zur Außenwelt haben, gerne Inseln, wir denken an Utopia oder so von Thomas Morris, aber auch beispielsweise neuere Sachen wie von Ernest Kallenbach, Ecotopia oder Ökotopia. Vielleicht hat es jemand gelesen, der letzte wirklich utopische Roman, den ich kenne, der erschienen ist in den 70er Jahren, auch schon wieder 40 Jahre her. Auch da haben wir diesen abgeschlossenen Teil der westlichen USA, der sich von den restlichen USA abgetrennt hat und dort ein ökologisches Gemeinwesen aufbaut. Das ist das eine, das gibt es in dem Fall nicht. Hier diese Zukunft, die ich hier beschreibe, da haben wir keine abgeschlossene Gesellschaft, dieses Deutschland, dieser Jahre 2022 bis 2050 ist ein genauso offenes Land wie heute und gehört weiterhin zur Europäischen Union. Und da gibt es nicht diesen Zwang, auch diese Gesellschaft abzutrennen, um diese Errungenschaft des Grundeinkommens zu schützen. Denn das ist der zweite Punkt. Die meisten oder alle Utopien bisher tragen in sich wenigstens den Keim einer Diktatur. Da gibt es strenge Regeln, da gibt es Arbeitspflichten beispielsweise. Da gibt es auch eine Polizei und eine Justiz, die das durchsetzt, die eben diese Errungenschaften schützen muss. Was wir auch bei den sozusagen versuchten Umsetzungen von Utopien beim Kommunismus beispielsweise auch haben. Letztlich landet das alles in einer Diktatur. Das schließt für viele Leute Utopien generell aus. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das findet hier nicht statt. Dieses bedingungslose Grundeinkommen benötigt ebenso wenig eine Polizei und strenge Regeln und Gesetze und eine harte Justiz gegen Feinde wie das allgemeine Wahlrecht oder das Kindergeld oder die Rente. Da brauchen wir auch nicht so einen Schutz. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die sich in der Form von den utopischen Romanen oder von den Utopien, die bisher existieren, stark unterscheidet. Und interessanterweise kam auch immer mal in den Rezensionen das Wort Science Fiction. Da war ich völlig überrascht, weil eigentlich handelt es sich hier nicht um Science Fiction, also es gibt hier keine fliegenden Autos und keine sprechenden Kühlschränke oder irgendwas in der Art. Gibt es nicht, weil ich glaube, mit einer Beschreibung der technischen Zukunft kann man sich nur blamieren. Das geht immer schief, wenn man das in 20 Jahren sich anguckt. Man lag immer völlig daneben, es sei denn, man heißt Stanislaw Lem, dann klappt das vielleicht, aber der bin ich nicht. Und deswegen habe ich mich hier ganz zurückgehalten, was technische Entwicklungen angeht. Es wird ab und an mal ein bisschen angedeutet, werden wir vielleicht nachher im Text noch hören, aber wirklich sehr sparsam. Diese Zukunft unterscheidet sich sehr wenig von unserer Gegenwart. Es gibt eine technische Entwicklung, die aber wirklich eben nur sehr dezent angedeutet wird. Gut, dann würde ich mal die 2,5 Seiten jetzt einfach mal vorlesen mit dem Jahr 2032. Das erste Unterkapitel da drin heißt Der Mythos vom wunderbaren Jahr der Freiheit. Und es beginnt mit einem langen Zitat. Also wie gesagt, ich habe ja viele Zitate drin. Ich zitiere jetzt aus einem Buch, das ist dann 2044 erschienen. Geht los. Am frühen Morgen des 5. Januar, Elise Wortmann saß auf ihrem Fahrrad, wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie sich, statt zur Arbeit zu fahren, auch in das nächste Café setzen und lesen könnte. Heute, morgen und für den Rest ihres Lebens. Im gleichen Moment aber erschien ihr der Gedanke auch schon wieder völlig vollkommen absurd und verrückt,
Sie schüttelte den Kopf, fuhr weiter und das Rad schlingerte nur einmal kurz. 10 Minuten später betrat sie ein großes Gebäude aus Stahl, Beton und Glas. Sie grüßte ein paar Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gang an der Kaffeemaschine standen, ging zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und schaltete den Rechner ein. Obwohl es war wie immer und wie an jedem anderen Morgen, wusste sie doch ganz genau, dass nichts mehr sein würde wie zuvor. Kerner kam und gab ihr einen Ordner. Er sah sie kaum an, als er sagte, dass er die Auswertung bis zum Nachmittag auf seinem Schreibtisch erwarte. Nein, sagte Elise und sah ihn an. Nein, Herr Dr. Kerner, ich werde Ihnen heute Nachmittag nicht die Auswertung auf den Schreibtisch legen, auch wenn ich das bisher immer getan habe. Ich werde nicht weiterhin Analysen anfertigen, mit denen Sie sich schmücken und mit denen Sie vor Professor Schneider treten und so tun, als hätten Sie sie verfasst. Ich werde auch keine Artikel und Aufsätze mehr schreiben, unter denen Ihr Name steht, und keine Vorträge mehr ausarbeiten, die Sie dann halten. Diese Sätze hatte sie sich zuvor auf dem Weg überlegt. Immer wieder hatte sie sie vor sich hingesprochen, sie variiert und umformuliert und leise in sich hineingemurmelt, bis sie sie auswendig konnte, und nun hatte sie sie gesagt. Den Ordner gab sie ihm zurück und Kerner war überrumpelt genug, ihn wiederzunehmen. Kerner, der so etwas noch nie erlebt hatte und der bis zu diesem Moment eine solche Impertinenz und Frechheit von einer wissenschaftlichen Hilfskraft, die sich von Halbjahresvertrag zu Halbjahresvertrag hangelte und froh, ja dankbar sein konnte, für ihn arbeiten zu dürfen, für unmöglich gehalten hatte. Kerner atmete tief ein und sein Gesicht wurde rot. Er schnappte nach Luft, seine Kiefer malten, dann drehte er sich auf dem Absatz um und ging schnellen Schrittes davon. Elise blickte mit großen, weit aufgerissenen Augen, als sei sie selbst am meisten überrascht darüber, was sie eben getan und gesagt hatte, hinüber zu Lena, die der Szene mit offenem Mund zugesehen hatte und dann, nach Kerners Abgang erst, die Hände vor das Gesicht legte und gluckste. Dann lachte sie, sie lachte immer lauter. Elise fiel in ihr Gelächter ein und in diesem Moment wusste sie, dass sie wirklich frei war. Und zwar nicht nur sie, sondern auch Lena. Und so verrückt das klingen mag, selbst Dr. Kerner war nun frei. Das Zitat zu Ende. Lange schon hatte das Feuilleton den großen Roman herbeigesehnt, der endlich jenes Jahr des Umbruchs schildern sollte, und Ira Günsche hatte ihn geliefert. Unter dem Titel »Das wunderbare Jahr der Freiheit«, der bald darauf schon zum geflügelten Wort wurde, waren die Ereignisse des Jahres 32 nun beschrieben und ihr Werk wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die Erzählung vom wunderbaren Jahr der Freiheit hat sich nicht zuletzt durch Günsches Buch und seine spätere Verfilmung tief in das kollektive Gedächtnis der Deutschen gegraben und ist ein fester Bestandteil der Erinnerungskultur des Landes und der Erzählung bundesdeutscher Geschichte geworden. Doch Narrative und Mythen, darin besteht schließlich ihre Funktion, bedürfen nun einmal des Herunterbrechens komplexer historischer Ereignisse auf griffige Formeln. Das gilt auch für Romane, hinter denen die historische Wahrheit oft völlig verschwindet, und Günsche romantisiert das häufig ganz und gar nicht wunderbare Jahr des Umbruchs zweifellos. Bereits im Herbst 31 hatte das Bundesamt für das bedingungslose Grundeinkommen Millionen Broschüren drucken lassen und an alle Haushalte verschickt. Die Menschen saßen zu Hause, sie rechneten und planten. Und eine Überlegung wie die der Elise Wortmann in Günsches Roman, die ihr am ersten Montagmorgen im Januar 32 auf dem Weg zur Arbeit ganz plötzlich durch den Kopf geht, hätte in der Realität wohl vielmehr schon im Oktober oder November des Vorjahres stattgefunden. Und doch, es war ein fundamentaler Umbruch, der das Leben eines großen Teils der Menschen und vor allem das der Ärmeren im Land deutlich verbesserte. Die größten Profiteure der Reform aber waren, anders als das in den Jahren zuvor leidenschaftlich geführten Debatte immer wieder gemutmaßt wurde, nicht etwa Erwerbslose, deren Einkommen lediglich moderat gestiegen waren. Die wirklichen Gewinner waren Geringverdiener, deren Einkommen sich auf einen Schlag beinahe verdoppelt hatten. Wer zuvor als Single mit dem Mindestlohn auf 1200 Euro netto kam, hatte nun 2100 Euro im Monat zur Verfügung. Und für eine vierköpfige Familie mit nur einem bislang geringen Einkommen summierten sich die monatlichen Gesamteinnahmen auf 4100 Euro.
Auch wenn Kinder- und Wohngeld wegfielen, der Zuwachs war enorm. Aber auch Rentner und Alleinerziehende, viele Schüler und Studierende waren deutlich besser gestellt als zuvor und im Schnitt hatte das ärmere Drittel pro Kopf und Monat nun 300 Euro mehr zur Verfügung. Das ist sozusagen der Beginn des Kapitels, aber dann geht es natürlich weiter, da kommt natürlich das große Chaos, denn sehr viele Geringverdiener sagen sich dann auch, ach naja, dann kann ich es auch lassen. Und natürlich sieht es entsprechend aus, die Fastfood-Filialen haben zu oder nur reduziertes Angebot, in den Fabriken fehlen die Leiharbeiter, die Müllmänner streiken, in den Krankenhäusern sieht es genauso aus. Das wird natürlich ein ziemliches Chaosjahr auch. Was aber zur Folge hat, dass zum Ende des Jahres dann tatsächlich kaum ein nennenswerter Niedriglohnsektor mehr existiert. Das ist das Ergebnis letztlich. Und dann pendelt sich das auch so langsam ein. In den Ämtern gibt es natürlich auch ein großes Durcheinander, weil die ganzen, die bisher das Kindergeld und das Arbeitslosengeld und alles berechnet hatten, die sitzen nun rum. Und die haben natürlich Angst, ihre Arbeit zu verlieren, anders als die Niedriglöhner. Und da geht es natürlich auch darum, ja, als Beamter Privilegien zu verlieren. Das sorgt schon für Ärger. Und da gibt es auch große Demonstrationen von den Staatsdienern. Und da muss sich der Innenminister dann auch noch was einfallen lassen. Aber das kann natürlich, wer möchte, dann auch nachlesen. Ja. Vielen Dank.